Hallo! Läuft, ne? Ja. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Er ist gestraft genug? Warum bin ich gestraft genug, Chat? Mein Chat ist heute sehr salzig. Ihr seht das nicht, aber der ist sehr, sehr salzig heute. Das ist auch über 30 Grad, das vertragen die nicht so. Ah, ganz schlecht. Wir machen dabei, wo wir aufgehört haben. Einfach irgendwas abknallen und umbringen, das kann ich. Oh ne, jetzt muss ich Rennen fahren? Nee. Das letzte Mal, oder? Jetzt muss ich einfach nur ein bisschen rumbrettern. Wollen wir Rennen fahren? Nee, wir fahren jetzt erstmal. Eigentlich hätte ich jetzt eine Runde Rennen fahren müssen, glaube ich. Egal, wir gehen erstmal raus und finden jetzt ein Kernkraftwerk im Norden. Why not? So, raus hier. Ach, du willst erst ein Kartenspiel. Stimmt, jetzt wo Keks das sagt. Ich hatte es ihm versprochen, dass wir zuerst ein Kartenspiel machen. Ja. Stimmt, da hat der Keks recht. Jetzt müssen wir uns da, aber ich habe kein Geld, oder? Doch, ich habe Geld gewonnen. Genau, da war ich das letzte Mal. Du siehst aus, als hättest du Lust auf eine Partie Karten. Klar, Baby. Gewinnen oder verlieren. Wie viel du Geld habe ich? Selbst in der Hand. Wir machen normal. Kann ich nicht. Habe ich nicht genug Geld, aber 75 habe ich. Siehst du? 75 Punkte. Was bauen wir uns denn? Wasted-Karten, Siedlerkarten. Oh, zwei Siedlerkarten. Ja, zwei plus eins, plus eins. Drei Siedler. Oh, Mutantenkarten habe ich im Pump. Shrouds. Großer Mutant. Regierungskarten, nee. Ja, dann. Oh, sieht nach einem Siedler-Push aus. Nehmen wir erstmal die Siedler-Push-Karten rein. So. Dann geht eine Stadtwache dazu. Du kannst das Ziel eine Runde lang betäuben. Crazy Joe wäre okay. Das ist natürlich jetzt 15 Punkte. Sheriff ist halt schon hart, ne? Mit 15 Punkten, aber Sally genauso. Ah, wir probieren es mal. Schauen wir mal, was wir hier zusammenziehen. Oh, und die überflüssigste, also die beste Karte direkt am Anfang, kann ich eigentlich schon direkt wegschmeißen, weil das Ding war Pflicht. Was bist du denn für ein Monster? Das ist direkt Schrott. Alter, der spielt aber auch gleich richtig harte Karten. Also okay, es war jetzt sehr ärgerlich, weil wir anfangen und ziehen natürlich gleich eine Karte, mit dem wir Multiple Damage machen, was natürlich nicht so geil ist. Ja, und er rotzt mich direkt mit 6 Damage weg am Anfang. Naja, es geht direkt in die Hose. 8 Stück, ey, Gerd, werden wir einfach... Das überlebt er sogar ausnahmsweise mal. Die gehen alle Verteidigungsmodus. Ja, ja. Such dir ein paar bessere Karten. Ich war. Das war nichts. Das war nichts. Schade. Das Prinzip war nett, aber haben direkt die Multiple Damage Karte am Anfang gezogen, was totaler Schrott war. Die brauche ich später im Spiel. Warte mal, ich will raus. Komme ich auch hier so raus? Ne, ich muss über die Seite raus, ne? Ach, das ist doch schon wieder ärgerlich.
Nein, ich möchte nicht zu Fuß. Ich muss doch darüber hinaus. Skandal. Wo steht denn mein Auto? War das hier rüber raus? Ich bin gerade so unschlüssig. Nee, das war nicht hier rüber raus. Komm ich denn mit meinem Auto raus? Ist das einer gerade noch? Wow, da muss ich nach ganz unten. Aber da waren noch die Rennen, oder? Hier kann ich Punkte tauschen. Hier steht mein Buggy. Das war ein fettes Rennen. Bei der letzten Wo war denn die Möglichkeit, mit meinem Auto rauszukommen? Ich habe einen selbstgemixten Bären-Smoothie. Mit nicht verwelkten Bären. Oh, das ist sehr nett. Leute, vielleicht bin ich doof, ne? Aber wo komme ich denn nochmal mit meiner Karre raus? Oh. Zwangsräumung, Hilfe gesucht. Jo, wir nehmen erstmal hier Missionen an. Warum nicht? Toll, dass du Starkey geschlagen hast. Er ist so ein Idiot. Ja, ja, Leute, aber nichtsdestotrotz, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich meine, hier ist die Werkstatt. Ah, hier geht raus. Ah! Das ist der Monarch. Der ist noch nicht gepimpt. Dafür ist aber... Oh, mein Jetstar ist ja nicht süß. Mein Dünenjäger ist fertig. Mein Caprino sieht fertig aus. Mein Monarch ist leider noch etwas mau, aber... Naja, wir verlassen damit mal die Straße. Mein Mixer ist zu klein für Sly. Ich dachte eher ein Bären-Smoothie. Ich glaube, die ist gar nicht so zornig. Ich glaube, die ist eigentlich nett. Die jetzt so, was? Nett? Niemals! Kiri, die Shorts haben die blaue Linie angegriffen. Nee, Hilfe gesucht. Kiri zu Gear-Tresor zurück. Was? Da war ich doch beide schon mal. Wir gehen jetzt heute... Ah, wir fahren jetzt zur Schnapsbrennerei. Eine Pulskanone. Lol. Weißt du, während du da... Geh mir mal aus dem Weg. Du mit deinem Dreckschild, ne? Ich hasse jetzt davon. Oh, leg mir mal am Arsch. Ich will doch alles, ich will doch nur ein bisschen Nitro und da darüber. Die nehmen mir voll auf den Keks, ey. Was? Okay, Berg war vielleicht doch etwas steil. Brauche ich mehr Nitro? Bin ich nett? Ich bin immer biestig. Sehr schöne Antwort. So, Frage, warum hat das denn jetzt nicht hingehauen? Bin ich einfach zu doof, darüber zu springen? Nee, oder? Ich meine... Fehlt mir vielleicht einfach der Nitro. Na, wo ist eigentlich die Distille? Ach, die ist noch hier unten. Oh. Oh. Hier ist doch was. Ja, dann gehen wir da mal hin. Lassen wir die Ollen da einfach mal ein bisschen rödeln. Machen wir mal ein paar Dinge kaputt. Geile Höhle. Guck mal, hier muss es schön kalt sein. Seht ihr, so eine schöne, feuchte Tropfsteinhöhle. Der Hammer.
Portman. Ja, gerne. Man hört förmlich, wie es da mindestens 15 Grad kühler drin ist als hier. Schon nice. Halt die... Ich kann nicht zu den Außentemperaturen. Ich könnte mir für vieles die Schuld geben, aber nicht dafür. Jetzt, ich will das Kommentar über die feuchten Höhlen zurück. Ach, sehr schön, wie ich euch triggern kann. Ach, ist das lustig. Was haben wir denn heute im Angebot, Jungs? Das ist also eine verlassene Destillerie. So, so. Das klingt doch schon irgendwie faul. Mach mal die Tür auf. Ich bin's! Der freundliche Nachbar. Irgendwas sagt mir. Bin hier richtig oder nicht richtig? Nein, noch nicht. Oh, Benzinkanister. Und eine ganze Kupferrolle. Würde ich direkt mitnehmen. So, jetzt die Frage, gehe ich da wirklich weiter? Ich meine, guck mal hier, die kriegen wir jede Menge Kram. Das ist richtig alter Kram. LOL, da bin ich so reingekommen. LOL. Ich einfach das Ding verschwendet habe. Was lernen wir draus? Kacke gemacht, Sly. Ne, wir bleiben erstmal dabei. Oh, komm, umsonst. Warte mal, ne. Habe ich das umsonst verballert? Wo war denn die Tür? Habe ich die Tür denn aufgesprengt? Doch, das war die Tür, ne? Okay. Nun gut. Wir lernen aus Fehlern. Ja, wir haben mal wieder ein bisschen Zombie-Besuch. Der Schnaps. Gehen wir runter an die Sülze. Oh, die schon wieder. Hab ich da Bock drauf. Schuss, wir laden erstmal nach. Keine Besucher. Gut, nächstes Problem wieder erledigt. Letztlich trifft es eigentlich am besten. Weil in der Gefahr sind sie eigentlich nur noch in Massen. So einzeln gar nicht mehr. Und was hat er denn hier gegessen? Hier keine Leiche mehr auf dem Boden. Bin ich vorhin noch eine Leiche geschändet? Hallo Hawk. Ein wunderschön. It's a Hawk ist das heute. Sind nicht so. Sind nicht so kooperativ, Leute. Das sind die sind irgendwie. Auch ganz komisch, die Viecher. Funkgerät, Kaffeebecher. Ich nehme ja alles. Aber ist sicher, dass das eine alte Brauerei ist? Das sieht eher fast aus wie so ein Klonlabor. Komische Leute. Okay, ich habe eine Absteckkammer, wo nichts drin ist. Was soll das denn? Ich habe doch noch einen Ölkanister gefunden. War schon... und eine Karte. Eine billige Schuhe. Aber ich war schon kurz entsetzt. Und wo ist das? Eine Brauerei? War doch eine Brauerei, oder? Ne, Destillerie. Entschuldigung. Destillerie. Hat nichts gesagt.
Ernsthaft? Das Ding vergessen? Nee. Oh, ich dachte, das könnte ich nehmen. Mein Fehler. Dosenmilch, Motoröl. Es gibt ein geschmeidiges Abführmittel. Zumindest liegt genug Schrott rum, den ich einsammeln kann. Ach, guck mal, ein Doom 3. Ist das Doom? Nee, Doom 2 Becher. Ach, dieses Knacken, ne? Das ist schon ein bisschen lästig. Das haben sie aber gut hingekriegt. Genau, ziehen Raketenwerfer Slime. Gute Idee. Jetzt, wo ich den Stahlbolzen habe, weißt du? Ich wollte schön leise mit Stahlbolzen töten. Und was ist? Beim Suchen und Wechseln der Waffen bemerken sie mich. Na super. 4 war das, ne? 4 Schrotflinte. Muss es 5 gewesen sein. Ja, 5. Merken wir uns. Einer muss ja mal den Laden hier sauber machen, ne? Guckt euch das an. Wie will man denn hier ordentlich Schnaps brennen? Apropos Schnaps. Hauen die sich jetzt gegenseitig auf die Muppe? Apropos Schnaps, ne? Ich bin ja im Sommer, so schön es ist, aber ich bin ja kein typischer Biertrinker, ne? Aber im Sommer, da trinke ich erstaunlicherweise recht viel Bier. So im Winter eher mehr so den ganzen anderen Kram, ne? Aber im Sommer so als generelles Kühlmittel für alles Bier. Mir macht es immer Sorgen, wenn die Ratten das Nest verlassen, ne? Ich hoffe, dir springt so viel ins Gesicht und du erschreckst dich. Was denn? Im Moment behaupte ich, die springen niemanden ins Gesicht. Aber ist okay. Wenn es passiert, sage ich Bescheid, Brina. Wenn es passiert, sage ich Bescheid. Also. Oh. Ich glaube, ich habe ein kleines geheimes Versteck gefunden. Blaubeeren in Dosen, Dosenmilch, Hundefutter. Blaubeeren in der Dose, Hundefutter. Lachsdose, vertrocknetes Blech und nochmal irgendwelche Bücher. Not Redem. Okay. Ja, der hat hier wohl gewohnt. Gibt schön Regen. Ist ja lustig. Ich wollte die Mitte. Wieder her. Ich glaube, wir müssen da auf den Turm hoch. Irgendwie. Wohl. Ja, vielleicht auch außen rum. Schauen wir mal gerade. Von hier komme ich. Da ist der Turm. Ja, wir können auch die Seite noch checken. Vielleicht. Ja. Hier finden wir noch ein bisschen Loot. Gut. Nee, irgendwo ist noch einer. Oh, die habe ich direkt rübergeschossen. Sehr schön. Ja. So, was haben wir denn? Schicksal? Farbtopf, Farbtopf. Was haben wir heute Schmackhaftes? Wieder Blaubeeren in Dose. Yum, 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 yum. Da freue ich mich drauf, die zu verkaufen. Gerade das gute Hundefutter. Das wird schick. Ja, ich glaube, das war's. Wir müssen doch jetzt hoch. Jo. Nun gut, was soll schon passieren? Bis auf Zombies, die mir ins Gesicht springen. Ja. Der war schuld, wenn er mir vor die Flinte springt. Ah.
Der da hat dir nicht mitgerechnet, wa? Alten Hosen-Scheißer. Mann, was ist das für eine Destille? Gut, das leuchtet. Nein, nein, nein. Komm rüber. Ich sollte die Kuhle nicht unterschätzen, die wir haben. Zieh mir meine Waffe. Ich schwitze sogar, wenn die Hand hier nur aufliegt, ne? Oh, Alter, ey. Widerliches Wetter. So. Allzu lang kann Rachel auch nicht mehr gehen. Bin ja mal gespannt. Hi. Ich hab mal direkt 3 Schuss versemmelt habe. Es wird langsam kühler hier. Wieso, was hast du gemacht? Übrigens, die ganzen Idioten, die meinen, ey, häng dir doch ein nasses, nimmst dir so einen Eimer voll Wasser und spannst ein Tuch auf und lässt es in der Luft kondensieren, damit es abkühlt. Ja, das ist richtig, das funktioniert. Danach habt ihr aber auch gefühlt 80% Luftfeuchtigkeit bei euch in dem Zimmer. Und der Schimmel, wenn ihr welchen haben solltet, irgendwo ein paar Sprossen, wird sich aufrollen. Da lüftet lieber anständig. Das ist nur eine temporäre Behilfung. Also, auf permanent solltet ihr das nicht machen. Nur so mal ein Ratschlag von mir, am Rand. Mensch, schon wieder so eine geile Soße. Rein da! Oh, das sieht nach einer Distille aus. 5-1 Wette, da kommt sehr viel Scheiße raus. Jep, da kommen nachher bestimmt Wellen raus. Ich habe eine Kühlmatte, auf der schlafe ich heute. Was ist denn eine Kühlmatte? So, und wir können mal gerade schauen, was haben wir denn noch an automatischen Geschützen? Verstärker? Nee. Selbstschussanlage. Ja, die will ich noch in verbessert. Haben wir eine verbesserte Selbstschussanlage? Da können wir mal 2 vom bauen. Eigentlich für einen Hund, die kühlt, wenn man sich drauflegt. Ja, aber womit kühlt die? Die muss ja irgendeine Form von Kühlmittel haben. Also da gäbe ja jetzt gar keinen Sinn, wenn die nicht kühlen würde. Die muss ja irgendeine Funktion haben, mit der gekühlt wird. Dann muss ich hier nachher die Kram raus. Irgendwie traue ich der Sache nicht. Ich sag dir, da kommen nachher Wellen mit Gegnern. Trau dem Braten nicht. Brina im Körbchen stelle ich mir irgendwie nett vor. Ja, kriegst noch ein paar kleine Hundeöhrchen. Darf sie brav Wuff machen. Finde ich auch gut, den Gedankengang. Billige Schuhe. Ölkanister, eine Legende. Hier habe ich einen PC. Und hier ist wahrscheinlich das Gerät, das ich brauche. Und den Kollegen, den ich anmachen muss. So lange. Er hat ja gesagt, hier, pass auf. Ne? Denk dran. Da kommen dann die Viecher. Wenn ich das Ding anschmeiße. Kein Problem. Wo haben wir es denn? Selbstschussanlage. Wo ist er denn? Da. Benutzen. Selbstschussanlage. Benutzen. Und für die ganz langweiligen Leute habe ich noch einen guten Wachroboter. Dann schmeiß mal an den Laden. Da freuen sich jetzt gleich meine Dinger. Yeah.
Passiv-aggressiv habe ich gerade freigeschaltet, dank dem Wachroboter. Lol. Die müssen jetzt mal runtergehen. Ey, auf mir meine Dinger kaputt zu machen. Hoffentlich kommen die Jungs wieder hochgeklettert. Oh, mein Schnaps ist fertig. Was schon mit Blauschimmer? Hat sich hier gelohnt. Guck mal, da krabbeln sie. Kleinen Spinnies. Hey, Jungs. Ich hab echt mal im Hundebett gepennt. Vielleicht war Alkohol im Spiel. Braucht kein Wasser oder sonstiges. Sobald man sich drauflegt, kühlt sie. Das ergibt keinen Sinn. Also eigentlich, da muss ja irgendwas muss ja drin sein, dass es kühlt. Nichts auf der Welt kühlt eigenständig. Oh, Munitionspaket. Oh, es tut mir leid, Jungs. Was soll ich tun? Jetzt seid ihr kaputt. Also ist es leider. Ich mochte meine Spinnenroboter. Die waren nett. Und jetzt? Wollen wir jetzt wieder raus? Bin ich doof? Hallo? Ach, das geht weiter! Wenn das weitergeht, dann sollten wir uns... War ich noch Wachroboter? Wollen wir noch ein paar... Ach komm, wir machen mal wieder zwei Türmchen. Die waren auch ganz nice. Mal schauen, die müsste ich ja auch jetzt hier drin haben. Ach, da stehen sie sogar. Sehr schön. F3, nee, F4 sind sie. Ne, 2, wo sind sie? 1, okay. Guck mal, hier geht einer hin. Hier geht einer hin. Und ab geht er. Gute Türmchen. Gefallen mir. Kommt nur her, ist irgendwie nicht die Ansage, die ich habe. Warum kriege ich eigentlich Munitionspakete draus, wenn ich die nicht da wieder reinstecken kann? Irgendwie, Leute, haben wir da ein kleines Problem. Beim nächsten Hund will ich auch nicht mehr, dass er mit im Bett schläft. Alter, im Winter ist das ja vielleicht nett, ne? Aber... Ja, doch, die Miete. Gut, der Schnaps jetzt endlich fertig. Das sieht gut aus. Man reicht mir den Schnaps. Geil. So. Ist irgendwas passiert. So. Thema gegessen. Schrotladung inhaliert. Läuft. Die Folge ist auch vorbei. Ach, wie passend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly.